Das ist eine große Königslibelle. Und da sehen wir noch zum Vergleich eine blaugrüne Mosaikjungfer. Die Königslibelle ist die größte Libelle in Mitteleuropa. Sie hat Flügel bis 11 Zentimeter. Spannweite? Ja. Und wie lang ist die Körperlänge? Das weiß ich nicht. Was? Nein, aber was man gut beobachten kann, die Männchen, die verteidigen ihr Revier und dann schwirren sie so rum und sie vertreiben somit auch andere Libellen. Und das hier ist unser Hauptdarsteller. Das die Feuerwanze. Genau. Man sieht sie häufig bei uns. He? Ja. Sie sind etwa 12 mm lang. Ja, und diese hier sucht einen geeigneten Ort, um ihre Eier abzulegen. Und sie wird gefragt, willst du Sex? Und sie sagt, nein, danke. Sie ist noch auf der Suche nach einer Bodenhöhle. Möchtest du jetzt gerne? Nein, danke. Gut, hast du gefragt. Sie sind doch nett. Ja, ja. Und sie kann auch Nein sagen. Ne? Ja. Ja. Ah, diese hier hat eine Bodenhöhle gefunden und sie wird gefragt. Und diese sagt, ja, ich habe eine Bodenhöhle, das könnte also etwas werden. Und hier sehen wir ganz schön, wie sich die beiden Halbschalen hinten zusammenfügen. Und die Verbindung ist sehr stabil. Jetzt wird das Männchen ist einfach hinten angehängt. Sie sucht weiter Bodenhöhle. Aber sie weiß, da gibt es was. So, und nun wird der kleine Mann abgeschleppt. Und dieses Ritual kann bis zu 30 Stunden dauern. Schon enorm. Die Ausdauer, die sie haben. Hier hat ein Paar schon eine Bodenhöhle gefunden. Und diese Dame hier sagt, ja, das wäre vielleicht auch etwas für mich. Also schaue ich da mal genauer nach. Und der kleine Mann sitzt im Loch und kann nichts dagegen tun. Ne? Ah, sie kommt nochmal. Es scheint eine attraktive Höhle zu sein. Ja, auf jeden Fall. Sie denkt, da muss man genauer hinschauen. Aber nein, da ist eben schon eine Dame unten. Wir haben uns überlegt, das Männchen lässt sich nie in die Bodenhöhle hineinziehen. Also es hält sich immer oben am Rande fest. Und das wird vermutlich die Legedistanz abgeben. Ne? Mhm. Die Bodenhöhle hat dann die richtige Tiefe, um die Eier dort zu platzieren. So, und hier wird auch noch gesucht. Auch eine gute Höhle. Oder? Nein. Es geht weiter. Ja. Feuerwanzen, sie haben auch Stinkdrüsen. Darum sind sie von den beiden Vögeln nicht wirklich beliebt. Und sie kommunizieren mit Pheromonen untereinander. Aha.
Da wurde offenbar auch etwas Brauchbares gefunden. Ne? Das Männchen hält sich wieder oben am Rand fest. Ich denke, erst jetzt beginnt die Samenübergabe. Das wäre dann eine kurze Sache. Ich weiß nicht, wie intensiv das schon erforscht wurde. Ja. Jedenfalls, das Männchen wird wieder abgeschleppt. Und dieser hier sitzt immer noch im Loch. Und die Dame unten inspiziert immer noch die Höhle. Ich denke, sie wird eine Lampe montieren und die Decke tapezieren und die Wände neu streichen. Oder jetzt gräbt sie noch. Also sie wird wahrscheinlich die Wohnung einrichten. Da. Oh, jetzt hat sie ihn abgehängt. Er ist total verwirrt. Total. Ja, sie kommt nach oben. Und das ist vielleicht einfacher, wenn das Männchen abgehängt wird. Aber er ist total verwirrt. Aber es geht weiter. Ja, er sagte, das war die Übergabe war noch nicht korrekt. Ja. Ja, oh, also, das ist schon der Hammer, oder? Dieses freche Weibstück. Sie hat die Höhle frisch tapeziert und bemalt und jetzt kommt die andere und will sie in Beschlag nehmen. Das ist schon unglaublich. Ja, sie versucht sie zu halten, ja. Mhm. Also, nein. Dieses freche Weibsbild. Jetzt ist auch die andere Dame verwirrt. Hm? Ah, aber die Wände haben ihr nicht gefallen. Sie ist wieder herausgekommen und jetzt ist sie da sofort hineingekrochen. Ja, jetzt wird vermutlich dann die Eiabgabe irgendwann erfolgen. Oh! Er wird abgeschleppt. Das ist unglaublich. Über Stock und Stein. Und der arme Kerl muss immer rückwärts laufen. Seine Beine sind doch dafür überhaupt nicht gemacht. Da, eine Höhle. Diese Dame hier hat die Eier bereits abgelegt in der Bodenhöhle und es war wirklich heiß an diesen Tagen. Ne? Ja. Wieder so um die 30, 32 Grad. Und sie hat die Höhle mit kleinen Steinchen, hörst du sechs? Nein, danke. Mit kleinen Steinchen zugedeckt, vielleicht um sie zu beschatten oder um zu verhindern, dass eine andere Dame da Eier legt. Aber sie macht das sehr gewissenhaft. Ja? Ja. Wie sie da die Steinchen bewegt. Ja. Willst du sechs? Nein, ich hatte schon. Vielen Dank, dass du fragst. Mist. Ja, sie gibt sich wirklich enorm Mühe. Ja.
Sie legen etwa 50 bis 60 Eier. Oh, eine stolze Anzahl. So, circa 3 oder 4 Wochen später, ja, etwa, haben wir das Resultat gesehen. Hier, Mutter mit Jungmannschaft. Aber sie sind schon sehr hungrig, diese Kleinen. Ja, trotz ihrer Größe, was sind sie, etwa 3 mm so. Ja. Ja. Und sie fressen Insekten. Ja, sie leben von herabfallenden Samen und von toten Insekten. Also eigentlich Nützlinge. Genau. Sehr gute Nützlinge. Sie richten auch keine Schäden an. Diese hier haben auch irgendeinen Samen erwischt. So klein wie sie sind, versuchen sie ihn anzustechen. Ja. Nein, nein. Ah, der Große hat sie weggezerrt. Diese Art hier, die kann übrigens nicht fliegen. Ja, in Südamerika gibt es Arten, die fliegen können. Ne? Sie sind auch gar keine Schädlinge eben. Ja. Schon viele Leute immer denken, das ist grusig oder was weiß ich. Sie sind wirklich Nützlinge. Ja. Hier haben Sie einen Samen von einer Pusteblume. Ne? Löwenzahn. Löwenzahn, ja. Und das ist im nächsten Jahr, im Frühjahr. Ne? Ja. Sie haben hier in einem Laubhaufen, Asthaufen überwintert. Und wir denken, es hat da drin gegärt. Und die Wärme stieg auf und jetzt haben sie sich da über so einen kleinen Schlot versammelt und wärmen sich auf. Ja, sie überwintern wirklich in großen Gruppen. Ja, sie sind sozial. Diese hier haben bei einem Baum oder am Baum überwintert. Und das ist eine ganze Kolonie. Der ganze Baumstamm ist da voller Feuerwanzen. Ne? Die ganze Entwicklung dauert ein Jahr von der Larve, bis sie sich 5-mal gehäutet haben. Mhm. Ja, überall Wanzen. Ja. Eine riesige Gruppe. Ja. Die war erfolgreich mit ihrem Auftrag, sich zu vermehren. So, das war's. Bis später. Bis dann.